Die Authentifizierung der Installation erfolgt im SAPTEC-Portal. Einrichten des Nutzerzuganges zu einer oder zu allen Ladestationen. Hinzufügen eines RFID-Tags. Wir zeigen Ihnen, wie das Laden mithilfe der Authentifizierung erfolgt. Zuerst melden Sie sich in der App an. Nun schließen Sie das Fahrzeug an. Beginnen Sie mit dem Laden mithilfe der App. Wenn Sie das Laden mithilfe eines RFID-Tags freigeben möchten, muss dieser für den Nutzer registriert sein. Wählen Sie Ladetag hinzufügen aus. Wählen Sie die richtige Ladestation aus und vergeben Sie einen Namen für den Ladetag. Halten Sie Ihr Smartphone an die Ladestation. Halten Sie den Ladetag an die Ladestation und befolgen Sie die Anweisungen in der App. Der Ladetag wurde hinzugefügt. Um den Ladevorgang mithilfe des Ladetags zu starten, schließen Sie das Fahrzeug an und scannen Sie den Ladetag.